Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Tops Mandalorian Unboxing, ne, oder Pack Opening, wie man so schön sagt. Ich habe ein paar Hits gehabt, also ein paar kleine Hits, sage ich mal. Es gibt ja hier sechs Comic-Varianten. Ich habe drei davon bekommen. Ich zeige die nochmal ganz kurz. Einmal hier Mando, dann einmal hier Moff Gideon und einmal nochmal Mando. Also wirklich sehr schön. Und ich hoffe, ich kriege jetzt noch die drei anderen. Wäre ganz cool. Dann hätte ich die schon mal voll. Und dann habe ich einige Charakterkarten. Einmal hier Fennec Shand, Boba Fett haben wir schon, Grief Karga, IG-11, der Dark Trooper, dann Zero, Ahsoka Tano, Rement Stormtrooper, also der schmutzige Stormtrooper, Koska Reeves, ne? Nochmal Ahsoka Tano, dann nochmal Koska Reeves, Dr. Pershing, nochmal Zero, Koska Reeves, nochmal Cobb Vanth, ich glaube, den haben wir zum ersten Mal. Und Moff Gideon. Und man sieht schon hier, das ist die Standardvariante und das ist die gelbe Parallelkarte. Dann gibt es noch grüne, rote, goldene, ich glaube, blaue gibt es auch noch. Und ja, das sind dann die seltenen, die dann auch nummeriert sind, ne? So, jetzt nicht in die Finger schneiden. So, genau. In dieser Box sind auch 100 Stück drin insgesamt. Und ja, nicht wundern, hier vorne steht es auf Spanisch drauf, aber die Karten selber sind auf Englisch und also sind unter anderem auf Englisch und deswegen macht das eigentlich keinen Unterschied, denn bei Deutsch würde halt unten nur in Deutsch draufstehen. Genau, die Packs sehen ungefähr so aus: einmal Ahsoka, dann Baby Grogu, Mando, Boba, Ahsoka Tano, Baby Grogu, nochmal Mando. Also insgesamt kriegst du hier vier normale Booster. Nee, Quatsch. Vier normale Booster. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben normale Booster. Und dann kriegst du halt noch diese Special Packs, wo dann auch die garantierten Premium-Parallelkarten drin sind. Denn hier drin sind nämlich, steht da unten nämlich, da unten steht es, sechs Parallelkarten garantiert. Genau. Und ich hoffe natürlich immer noch auf Crystal-Karten. Und machen halt jetzt schnell mal auf. Ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Video geguckt habt. Ich werde da jetzt durch die normalen Karten ein bisschen durchrushen. Ja, das ist noch alles aus Plastik. Das ist, hat Tops ja mittlerweile auch größtenteils geändert, dass die dann jetzt auch aus Papier sind. Aber ich habe schon gesehen, hinten ist dann meistens immer diese Chromkarte drauf. Deswegen mache ich das jetzt so. Hier, The Villian Strikes Back, das ist erste Staffel. Dann Quill haben wir hier einmal auch aus der ersten Staffel. Dann haben wir The Escape hier mit Boba Fett. Auch sehr schön. Da haben wir noch Mando in seiner ersten Rüstung. Ich werde das nicht unten alles vorlesen. Ja, und dann haben wir hier nochmal den Kampf von Ahsoka gegen den Schergen von Elsbeth Morgan, oder wie die heißt. Dann haben wir hier noch die beiden Cobb Vanth und Mando, wo sie den Kray-Drachen besiegen wollen. Dann gerettet von der Republik, das ist die Eishöhle. Und dann haben wir noch eine Creature-Figur. Und zwar ist es der Blurk. Der Blurk. Ja. Ist ganz cool. Wo ist das Mikrofon? Da ist das Mikrofon. Oh, irgendwie hängt das immer so komisch hier an meiner Jacke dran. Der Blurk, genau. Ein Concept Art. Das ist auch. Oh, da explodiert die Razor Crest. Oh, da hat mir das Herz geblutet. Und dahinter ist dann schon die Chromkarte. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Oh, der Giant. Guck mal, die habe ich auch noch nicht. Da freue ich mich drüber. Die sieht schön aus. Nicht die Parallelkarte, aber. Eine wirklich sehr schöne Karte. Halt, die wollte ich, die packe ich dann auch wieder hier hin. Und ja, genau. Die packe ich jetzt erstmal hier so hin. Wir wollen es ja nicht zu lange machen, das Video geht schon 4 Minuten wieder. Oh Mann, ich habe noch nicht, ich habe erstmal ein Pack geöffnet. Das ist natürlich nicht so gut. So. Aber ich habe jetzt den Dreh raus. So, einmal die Crew, dann hier auch. Oh, die Armorer kämpft auch nicht schlecht. Ahsoka Tano fragt, wo ist Ron? Dann der Klient, nochmal Cobb Vanth, oh, die blauen Cookies, auch nicht schlecht. Die Razor Crest Kontrolle, dann hier Tools of Bounty Hunter, der Mando Helm, ein Concept Art, oh, ich habe gerade schon gesehen, ein Concept Art, auch nochmal, das hatten wir auch schon. Und nochmal, oh, der Klient, den Klapp, den habe ich auch noch nicht gehabt, auch sehr schön. Also habe ich da auch schon mal wieder eine neue Karte, aber keine gelbe Parallelkarte. Wir haben das Ahsoka-Pack. Die haben sich ganz gute Mühe gegeben. Und wie gesagt, ich habe die Packs jetzt ein bisschen günstiger bekommen. Nicht mal für die Hälfte des Preises, weil 19,99 kosten nun mal so 100 Karten.
Ich habe die jetzt für 8 Euro bekommen, plus Versand. Also ich habe auf jeden Fall einiges gespart. Genau, also Fennec Shand haben wir einmal, dann einmal die Frau, wo Mando ein bisschen gechippt hat, auf diesem einen Planeten, wo sie sich versteckt haben, dann noch McCrill und Mando, dann nochmal den Klient mit dem Beskar-Bezahlung, dann Cobb Vanth erzählt seine Geschichte, dann haben wir, oh, hier, auch nicht schlecht, hier haben wir einmal Bo-Katan, so im Profil, ich hätte die auch gerne als Charakterkarte, fand ich auch ganz cool. Fighter Assault, da überfallen sie ja diese Siedlung. Oh, ich glaube, ich habe noch eine Comic-Karte, Concept Art. Und habe ich die schon? Wollen wir mal gucken hier. Habe ich die schon? Ah, die habe ich leider schon. Schade. Naja, gut. Und nochmal Koska Reeves. Oh, nee. Aber immer noch parallel. Naja, gut. Mit Koska Reeves kann ich jetzt einen Handel aufmachen. Da habe ich jetzt einige von. Schade, schade. Marmelade. Aber das heißt dann wahrscheinlich, dass ich mir nochmal. Also, ich sag mal so. Der Händler, von dem ich das habe, ne, der hat noch einige davon. Und nächsten Monat werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal 2 Stück davon gönnen. Das ist schon mal sicher. Safe. Genau, nochmal Quill. Hier habe ich vergessen, wie der heißt. Dann der Zugangriff, der sah übrigens richtig geil aus. Ne? Der Fightkampf sah auch ganz cool aus, diese Spinnen. Na, die sind ja eine Anekdote oder eine Anspielung auf Imperium schlägt zurück. Dann hier auch nochmal Tools of Bounty Hunter. Oh, Vibro-Klinge, ne? Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier nochmal die Lofkatze. Nee, Tonk. Totka. Ich dachte mal, das wäre Lofkatze, aber es ist wohl Totka. Und wir haben hier, oh, hier, Ex-Wolves. Dann habe ich ja schon fast alle. Da fehlt mir ja nur noch wirklich, sag mal schnell, Mann. Hier, Lady Bo-Katan Grease. Dann habe ich die 3 voll. Oh, der Flametrooper, auch nicht schlecht. Dann hier Pelimotto, ne? Hier, oh, geile Szene, ne? Hier, wenn Boba hier zum ersten Mal seine Rüstung anlegt und alle Stormtrooper wegschmettert. Mega nice. Nochmal The Child, nochmal hier mit den Keksen. Oh, das snackt dann nochmal was weg. Also er snackt ja nur, er ist nur am Snacken in den ganzen Dingern, ne? Und hier nochmal hier, oh, hier, oh, wo sie Bye-Bye sagen, wo er extra den Helm für ihn abnimmt. Oh, sowas. Das ist einfach nur gutes Storytelling. Ja, wo die Suppe ihn fressen will. Auch geil. Isst die Erbsensuppe, bevor sie dich isst. Ah, hier, Ray Mayfield. Der ist auch ganz cool. Kann man machen. Auch nicht schlecht. Genau. Ja. Ah, komm. Ich brauche noch so eine Crystal-Karte. Ich habe keine Crystal-Karte hier drin gekriegt. Echt eine Schweinerei eigentlich. So, dann erstmal, das sind die Kinder irgendwie. Ah, hier IG-11 lernt nochmal alles neu. Dann haben wir hier, oh, die Death Trooper. Nochmal IG-11. Dann haben wir hier Boba und Grogu freut sich im Schiff hier. Ah, da kommt dann nochmal aus Eisley zurück. Auch nicht schlecht. Nochmal schön den Bantha. Dann haben wir, oh, das ist aber eine neue. Die ist cool. Da freue ich mich. Oh, ich habe eine Crystal-Karte. Nice. Dann habe ich einmal den Child. Ah, komm. Oh, ich habe die Boba-Crystal-Karte. Da kann man erstmal den Child genießen. Und jetzt hier. Oh, es hat eine schöne. Meine Güte, Boba Fett als Crystal-Karte. Oh, da freue ich mich richtig drüber. Also Boba ist ja mein Lieblingscharakter. Und dann kommt Mando, weil ich finde ihn immer noch cool. Die Serie war nicht so geil, aber der Charakter an sich, ne, ich finde den mega. Und ich finde halt auch Temuera Morrison finde ich mega. Und dass ich die gekriegt habe, das freut mich jetzt mega. Das freut mich super geil. Oh Mann, das ist hier mein Highlight. Ah, da freue ich mich. Das ist ein Feini, ist das. Oh Mann, ich bin richtig hype jetzt gerade. Und vielleicht gibt es ja noch eine Crystal. Es ist mega unwahrscheinlich. Aber ich glaube, diese Crystal-Karten kriegt man ja in, ich glaube, jedem 10. Pack oder so. Und wir haben ja insgesamt dann 14. Das heißt, da war das, dass man eine Crystal kriegt. Also die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch. Hier auch, da kriegt er seinen Pack. Da nehmen sie noch Verwendung auf. Da auch einmal. Hier, das ist nochmal irgendwie der blaue Knecht. Ich habe nochmal Cobb Vanth. Da machen sie gerade ein bisschen Party. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich bin gerade von Boba total geflasht irgendwie. Ah, hier der Flammenwerfer, ne, als Weapon. Dann haben wir hier nochmal ein Konzeptart. Oh, die sieht cool aus. Das ist ja da, wo der AT-ST, ne, angreift. Auch nicht schlecht. Und nochmal Zero. Ja, gut. Jetzt haben wir nochmal hier die 3 Packs, wo die Parallelkarten garantiert sind. Da ist natürlich auch nochmal eine Chance drauf, weil das ist ja im Grunde genommen auch eine Parallelkarte. Nee, eine Parallelkarte ist es nicht, eine Crystal-Karte. Ne? Aber dass man da eventuell nochmal eine Crystal zieht, kann passieren. Man weiß nicht genau. Ne? So, dann einmal Moff Gideon. Das Licht geht gerade irgendwie weg.
irgendwie einen Plan. Die hatten wir auch gerade eben schon. Das sind nochmal die Dark Trooper, die hatten wir auch schon. Ah, hier, guck mal, Kroko kriegt hier die Kugel nochmal geschenkt. Auch ganz süß. Oh, hier, guck mal, da sehen wir ihn. Luke Skywalker, R2-D2 und dann The Child's New Journey, also die neue Reise. Mega cool. Dann haben wir hier Konzeptart, wo sie halt vor den Spinntieren fliehen. Sieht auch ganz cool aus. Und jetzt kommen hier die guten Karten. Den hatten wir schon. Ups. Den hatten wir tatsächlich schon. Ist das die Parallelkarte? Nee, ist die normale Karte. Sieht aber auch cool aus. Dann haben wir hier nochmal Moff Gideon als Parallel mit dem gelben Rand. Und hier haben wir nochmal The Child. Ja, okay. Na, kann man machen. Ist jetzt aber ein bisschen enttäuschend. Ah, komm. Ich nehme jetzt zuerst die Parallelkarten und gucken uns die zuerst an, oder was? Nee, ne? Nee. Wir bleiben bei dem Dings. Hier, das ist eine coole Endszene, wo dann der Heavy Armor Typ hinten fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Ein bisschen nach Plastik. Ich hoffe, ich bin gerade sehr hyped. Also hinten, also die fühlt sich echt so. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht täuscht es auch. Nee. Das fühlt sich schon anders an, glaube ich. Naja, wir gucken gleich mal. Hier, Returned a New Away, ne? Das ist der Weg quasi. Und dann sagt er, ja, so ein Ding brauche ich auch. Genau. Genau, das ist der New Job, ne? Wo dann der in den. Da landet und dann diesen Gefängnisausbruch machen. Ja, auch cool. Hier auch nochmal. Oh, Boba. Ich liebe Boba, ganz ehrlich. Würde mit dem Kind machen. Moment, das geht gar nicht, aber egal. Stranger in Town. Ne? Hast du einen Typ gesehen, der aussieht wie ich? Wie siehst du denn aus? Du trägst einen Helm. Oh, habe ich. Ah, ich habe gerade hab schon. Oh, ja, da hat eine Crystal-Karte noch drin. Ne? Tools of Bounty Hunter. Ich bin gerade mega hyped. Ich hoffe, das ist nicht. Oh, sogar Tano. Ich hoffe, das ist vielleicht Mando sogar. Wäre ja ganz nice. Mayfield haben wir nochmal. Ach Mann, ey, ich kann gar nicht mehr. Mayfield, ich habe gerade ein mega Grinsen im Gesicht. Jetzt gucken wir uns erstmal die Karte an. Wer ist es? Es ist Mando? Oh, es ist Mando! Geil! Meine Güte! Hier nochmal Ex-Wolves, aber als die Parallel. Meine Güte, nochmal eine Crystal von Mandalorian. Und zwar in der zweiten Rüstung. Es gibt den, glaube ich, auch noch in der ersten Rüstung. Ich finde beide geil, aber die hier nochmal eine Ecke geiler. Meine Güte, ich habe zwei Crystal-Karten. Ich bin ja mega, mega zufrieden. Also mit der Box, die hat die erste quasi wieder rausgerissen. Also wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt, dann guckt auf jeden Fall mal auf meinen Kanal. Abo und Like wäre auch ganz cool. Ne, dann gibt es vielleicht noch mehr Mando-Content. Ach, hier kriegt er sein Abzeichen, ne, das Matthorn. Dann hier nochmal der AT-ST-Angriff. Nee, ich wollte gerade sagen, das wäre natürlich ein bisschen over gewesen, obwohl. Ist ja nicht dein Ernst, Digga. Was geht hier ab? Helping to help, ne? Also ich bin jetzt gerade, ich habe das Gefühl, nee, komm. Also kann sein. In dem anderen Pack war nichts drin. Das heißt, kann sein, dass ich da jetzt drei bekomme, ne? Hier auch nochmal die Aufträge, wo die Suppe denn ist. Hier, einmal hier den Mythrol, ne? Ist der ein Mythrol? Weiß ich auch nicht. Dann hier, oh, hier das Kopfgeldjägerzeichen. Ich rush jetzt durch, weil ich hab da jetzt gerade. Oh, hier, der Armorer. Geil. Habe ich auch noch nicht. Dann habe ich hier noch der Klient. Auch noch nicht. Ach, schade, ist doch keine. Ich wollte gerade sagen, ne? Aber nochmal der Child. Aber hier, ne? Unsere beiden Hits hier, die sind ja mega. Also ganz ehrlich, ne? Die beiden Crystal-Karten, die sind ja Hammer, ne? Und die beiden, die ich mir unbedingt gewünscht habe, die habe ich gekriegt. Ne, noch eine Ahsoka Tano wäre natürlich mega geil, aber die beiden Crystals. Also ich bin mega, 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 mega zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da. Das kostet euch nichts, supportet mich ein bisschen. Lasst mir ein Like da. Habt ihr auch Karten? Wollen wir was tauschen? Sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen.